Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal wieder eine kleine Roomtour für dich. Und zwar zeige ich dir heute mal mein Wohnzimmer, wie es derzeit aussieht. Da wird sich aber noch so ein bisschen was verändern in den nächsten Wochen. Da werde ich dich dann auch mitnehmen auf diesen Prozess. Heute zeige ich dir erstmal so den aktuellen Stand. Ja, und ich würde sagen, wir legen auch direkt los und wir machen mal so einen kleinen Überblick über das Zimmer. Ja, wenn man reinkommt, dann ist links erstmal mein Sofa, das auch schon bessere Tage gesehen hat. Also so rein optisch ist es wirklich noch ganz schön. Das habe ich ja auch erst vor, keine Ahnung, 3 Jahren, 4 Jahren hatte ich das mal neu bezogen. Da gibt es übrigens auch einen Blogartikel auf meinem Blog. Aber es ist halt super, super unbequem. Also man kann da wirklich nicht mehr lange drauf sitzen und man kriegt sofort Rückenschmerzen. Das wird dann auch noch was, was leider ausgetauscht werden muss. Es ist definitiv komplett durchgesessen. Hier siehst du meinen niegelnagelneuen Esstisch und damit kommen wir auch zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist nämlich Wayfair. Da habe ich diesen wunderschönen Tisch her. Das ist Tisch Aurelius. Und ich habe mich hier für eine weiße Tischplatte entschieden, weil ich einfach finde, dass so ein Tisch dann noch mal ein bisschen leichter wirkt. Die Beine sind aus Eiche. Und die finde ich ein bisschen was Besonderes. Das sind nämlich nicht so ganz gerade Beine, sondern die haben oben so eine Rundung, was mir besonders gut gefallen hat und was so ein bisschen diesen skandinavischen Schick auch aufgreift. Und wie gesagt, die Beine sind aus Eiche, was ich einfach wunderschön finde. Eins meiner Lieblingsholzsorten. Der Tisch wurde super schnell geliefert und war wirklich schnell und einfach aufzubauen. Er hat eine richtig tolle Qualität. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Tisch. Und mit 1,10 Meter Durchmesser hat man mehr als genug Platz für, ja, 4 bis 6 Personen. Schau gern mal in die Videobeschreibung, dort habe ich dir Tisch Aurelius verlinkt. Ich hatte ja vorher auch schon diesen wunderschönen rechteckigen Tisch hier stehen, den ich mal auf dem Flohmarkt gefunden habe. Der ist jetzt in die Küche gewandert. Und dafür ist jetzt eben dieser wunderschöne runde Tisch in mein Wohnzimmer gekommen. Ich wollte schon die ganze Zeit immer einen runden Tisch, habe aber auf dem Flohmarkt immer keinen so richtig gefunden. Drum habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich jetzt diesen runden Tisch hier habe. Und ich will dir auch erzählen, warum ich unbedingt einen runden Tisch haben wollte. Das hat natürlich auch seine Gründe und auch so gewisse Vorteile, so ein runder Tisch. Und zwar ist so ein runder Tisch einfach gemütlicher. Also man sitzt ein bisschen näher beieinander, jeder kann den anderen besser sehen, als jetzt, wenn du an einem eckigen Tisch sitzt und so über Eck immer gucken musst. Es ist so ein bisschen geselliger und ich finde es einfach gemütlicher mit so einem runden Tisch. Und man hat auch nicht das Problem, ja, wer muss, soll, darf denn am Kopfende sitzen. Das ist ja manchmal auch so eine kleine Diskussion. Viele wollen das nicht und ja, ich weiß gar nicht warum, aber deswegen ist es einfach bei einem runden Tisch schöner, weil da gibt es das Problem mit dem Kopfende nicht. Ja, und dann ist es auch so, dass es so ein bisschen die Form bricht, also so die Form eines rechteckigen oder quadratischen Raums lockert das so ein bisschen auf, weil du einfach diese ganzen geraden Linien damit so ein bisschen durchbrichst und das macht das Ganze ja so ein bisschen aufgelockerter und ja ein bisschen spielerischer, wenn du eine runde Form in deinen Raum integrierst, weil der Rest, also so keine Ahnung, Kommoden, Schränke, das ist ja hat alles eine eckige Form und da dann mal was Rundes, Organisches reinzubringen, lockert einfach so einen Raum ganz schön auf. Und ein sehr großes Argument für mich, warum ich unbedingt auch einen runden Tisch haben wollte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich gehöre zu den Menschen, die an eckigen Sachen gerne hängen bleiben, also so mit dem Oberschenkel an der Tischecke und permanent blaue Flecken hatten. Habe ich jetzt halt nicht mehr, dadurch, dass ich an der runden Seite eher, wenn ich schon dran stoße, aber dann nur leicht daran vorbeigleite und nicht mehr hängen bleibe. Also das ist für mich auch schon mal ein riesengroßer Vorteil, dass ich mich jetzt nicht mehr irgendwie mehr ständig blaue Flecken an die Oberschenkel haue. Ja, und ich finde, so ein runder Tisch, der passt einfach auch in jeden Raum rein. Also den kann man wirklich in jeden Raum integrieren. Durch seine runde Form nimmt er auch nicht so viel Platz weg und man kann ihn immer noch irgendwie in irgendeine Ecke, kann man ihn auf jeden Fall noch platzieren und es sieht trotzdem nicht irgendwie blöd aus.
Auch wenn viele sagen, man kann es nicht. Ich finde, man kann auch einen runden Tisch an eine Wand stellen. Ist für mich jetzt auch kein Problem. Dann hat man eben nur noch 3 Sitzplätze statt vielleicht 4, je nach Größe des Tisches. Aber ich finde, auch das ist möglich. Und man kann, wie gesagt, man kann ihn viel, viel besser irgendwo platzieren. Und mein Wohnzimmer ist jetzt auch nicht riesengroß. Aber trotzdem kann man ihn noch hier schön integrieren, ohne dass er sehr viel Platz oder sehr viel Raum einnimmt, sondern er passt sich, er morpht sich so ein bisschen weg, wie ich immer ganz gerne sage. Was ich auch noch einen Riesenvorteil an einem runden Tisch finde, ist, dass man von allen Seiten sehr gut auf die Mitte zugreifen kann. Also wenn man zum Beispiel irgendwas gemeinsam isst und man hat in der Mitte das Essen eben stehen, den Topf stehen, wie auch immer, da kann jeder irgendwie zugreifen, ohne dass man sich über den Tisch immer das Essen reichen muss. Das finde ich auch nochmal einen großen Vorteil und deswegen habe ich mich für die runde Tischform entschieden. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du mehr präferierst, einen runden Tisch, einen eckigen oder vielleicht einen quadratischen. Und weiter geht's mit der Roomtour. Statt einem vierten Stuhl habe ich hier so eine schöne Bank aus Holz stehen, um auch den Katzen die Möglichkeit zu geben, leichter auf die Fensterbank zu kommen. Und das ist jetzt der Blick von der Bank aus in den Raum rein. Du siehst, ich habe immer sehr viele Kerzen und Lichterketten im Raum, damit das Ganze ein bisschen gemütlicher wird, gerade jetzt zu dieser dunklen Jahreszeit. Und hier meine Leiter, die mit der Lichterkette wird auch immer so stehen bleiben. Die dekoriere ich immer nach Jahreszeit ein bisschen um. Und hier mein schöner Rattanschrank, der wird demnächst auf die andere Raumseite umziehen und zum Büroschrank umfunktionieren. Da ist nämlich momentan noch mein Fernseher drin, weil ich Fernsehgeräte einfach potthässlich finde. Da werde ich mir aber eine andere Lösung oder beziehungsweise habe mir schon eine andere Lösung einfallen lassen. Und dafür wird das Sideboard, auf dem jetzt hier mein Kerzenarrangement steht, das hier wird in die Küche wandern als Geschirrschrank und da wird es eine andere Lösung geben. Da werde ich dich auch dran teilhaben lassen, wenn es dann soweit ist. Und hier mein schöner Sofatisch, der ist übrigens auch von Westwing, genau wie der Teppich, der darunter liegt. Hier habe ich nur die Glasplatte mit so einer Folie überzogen, weil ich das dann doch irgendwann hübscher fand. Und jetzt habe ich noch so einen kleinen Tipp für dich. Was für dich vielleicht noch sehr interessant sein könnte, gerade wenn du dich eben für DIY und Deko-Ideen und Einrichtungsideen interessierst, ist hier auf der Wayfair-Seite. Da haben wir hier erstmal die ganzen Kategorien, nach denen du dort einkaufen kannst. Dann haben wir hier auch die Schnäppchenecke, das ist auch immer ganz interessant. Was ich auch schön finde auf der Seite ist, dass hier nach einzelnen Wohnstilen du dich da auch so ein bisschen durchschauen kannst, was passen denn da für Möbel am besten dazu. Was ich dir aber eigentlich zeigen wollte, ist ganz hier unten, und zwar Ideen und Inspirationen. Wenn wir da draufklicken, können wir hier verschiedene Sachen uns angucken. Also einmal, nach welchen Stilen kann man einrichten, nach welchen Räumen möchtest du gucken, Wohnzimmer, Schlafzimmer etc. Und Ratgeber hier dann auch zum Beispiel, wie man Heizkosten spart, was ja jetzt auch gerade sehr aktuell ist. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal auf DIY gehen, dann kannst du hier basteln, bauen, Printables, Makeover, Upcycling, dekorieren. Ist dann auch nochmal schön nach Kategorien sortiert. Also hier zum Beispiel, wie du mit Deko, mit Kunstpflanzen die Räume gestalten kannst, Valentinstag, Geschenkanhänger, Geschenkkörbe, also lauter schöne Sachen, Weihnachtsdeko und dann kommt hier auch immer ein Frühlings-Schlafzimmer-Makeover für ein kleines Budget, alles mögliche, frühlingshafte Deko für den Eingangsbereich, also hier kannst du dich mal durchklicken, hier gibt es nämlich wirklich ganz, ganz viele schöne, interessante, inspirierende Artikel und das wollte ich dir einfach mal zeigen. Vielleicht ist da auch was für dich dabei, hier Ostertischdeko. Also da sind wirklich ganz, ganz spannende Sachen dabei. Schau da gerne mal rein. Ich verlinke dir das mal unten in der Videobeschreibung, weil das dich bestimmt auch interessiert und das wirklich, wie gesagt, sehr viele Inspirationen bietet. Und das ist der aktuelle Stand meines Wohnzimmers. Da wird sich noch einiges verändern, zum Beispiel auch die Wandfarbe, entweder Salbeigrün oder so ein warmes Grau. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, welche Farbe ich dann letztendlich wählen werde. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat meine kleine Wohnzimmer-Roomtour gefallen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welche Tischform du mehr magst, einen runden, einen eckigen oder einen quadratischen. Ich habe dir den Tisch auch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dich der Tisch interessiert, schau da gerne auch mal rein.
Genauso wie die DIY-Inspirationen und Deko-Inspirationen auf Wayfair findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, wie würdest du denn den Raum streichen? Ich bin ja wie gesagt im Überlegen, so ein wärmeres Salbeigrün oder so einen wärmeren braun-beige, nicht braun, sondern eher so grau-beige, grisch heißt das dann, glaube ich, so ein wärmerer Grauton. Wie würdest du den Raum streichen? Weil ich möchte gerne, dass der Türstock so ein bisschen mehr hervorkommt und meine Stuckelemente und Stuckleisten unten am Fußboden, dass das sich so ein bisschen mehr abhebt. Ja, dann würde ich sagen, von meiner Seite war es das für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss!